Und da ist wieder Hutchie Wright, hat den Ball gut mitgenommen, aber bei der Aktion von Westfalia Herne, er spielte in der letzten Saison noch für den VfL Bochum in der U19. Recht großer Torwart. Oh, und jetzt ein Riesenfehler und das Spiel ist ausgeglichen. 1:1. Oh, 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 das war eine... Ja, und Hutchie Wright wird immer noch behandelt. Hält sich. Und mal gucken, was er hier in dieser Auftaktpartie zur neuen Saison zeigen kann. Und das ist die Riesenchance in der Jugend, ganz interessant. Da hat er für Twente Enschede gespielt. Das ist Nassim Bujelab, interner Neuzugang aus der eigenen U19, wie auch der ein oder andere. So, Freistoß für Schalke 04. Boah, nicht ungefährlich, aber Herne bekommt die Angelegenheit. Es gibt noch ein paar Sprachbarrieren mit dem Japaner Hatano, denn er spricht kein Deutsch. Dafür aber Englisch, aber es ist gut gegangen. Und das gibt Freistoß für Schalke 04. Und er spielte auch bei Lok Leipzig in der, sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga und hier in Westfalen. Aber jetzt die Riesenchance, da muss ich kurz unterbrechen. Schalke macht das stark, das Tor ist leer und stark ausgespielt. Kein Abseits, der Treffer zählt. Die Westfalia beschwert sich. Wieder so ein Konter von Schalke in einer Phase, in der Herne am Drücker war, selber große Chancen hatte. Und aber hier ist es wieder so, wie beim 1:0. Und ich glaube, das ist kein Abseits. Starker Pass, genau im richtigen Moment. Aber da ist schon wieder ein Schalker vollkommen frei und allein gelassen. Jetzt nach. Gut gegangen. Für Schalkes Marius Schley. Und können uns jetzt auf diese zweite Halbzeit freuen. Schalke im Angriff über Nassim Bujelab. Der hat auch schon einige Länderspiele für Marokko bestritten und hier kommt Sandro Plechati zu Fall. Und Schalke kann sich nun, ja, ich wollte gerade sagen, eins kann sich Schalke aber befreien und Lübke kommt raus. Jetzt wieder viel Platz für die Schalker und wieder ist da jemand frei. Plechati macht das richtig gut, legt sich die ganze... Und der Schuss abgefälscht, der Schuss kam von... Und die nächste Chance für Schalke und da ist es passiert. Vollkommen blank. Nassim Bujelab. Und das wiederholt sich. In der Defensive
hat die Herne, dass sie auch nach Rückständen zurückkommen. Stark aufgetrumpft, kam in 29 Spielen für den ETB auf 14 Tore. Und in der Regionalliga West hat er 24 Spiele bestritten. Neuzugang von Westfalia Herne. Das war eine spektakuläre Szene von Nassim Bouyelab. Bouyelab spielt das richtig gut. Holt hier den Freistoß. Das ist seine erste Station im Fußball Westen bzw. im Ruhrgebiet. Stärker. Lässt kaum noch etwas zu. Und das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Und das ist das 4:1. Und der Torschütze ist Philipp Fontaine. Hat sich da auch. Kübler. Bouyelab. Schalke. Und dafür geht Nassim Bouyelab raus, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat und es auch mit einem Tor gekrönt hat.